So, hört sie mich? Ton okay? Ich habe eingeschalten, ja, ah, okay, passt. Ich begrüße euch wieder mal zu einer LOLS, also einer Landesorganisationsleitungssitzung. Es ist diesmal die zweite im Jänner, weil wir aufgrund der Weihnachtsfeiertage und des Jahreswechsels die erste dieses Jahres schon am 8. Jänner gemacht haben. Die war mehr oder weniger eine Vorbereitung für die heutige. Es geht wieder um das Thema ELGA, die elektronische Gesundheitsakte und die sichere Verwahrung von den Krankenakten und Daten der einzelnen Patienten, die, wie wir ja wissen, nicht sonderlich gewährleistet ist. Möchte euch aber vorher noch auf ein paar organisatorische Dinge aufmerksam machen, unter anderem, dass unsere Stammtische in Wien jetzt nicht mehr im Kreuzchen stattfinden. Das Kreuzchen hat uns lang beherbergt. Es hat hier ziemlich viel begonnen. Wir haben hinten im sogenannten Kinderzimmer, das den da so heißt, weil da früher der Wurzeltisch drinnen gestanden ist, unsere ersten Treffen hier abgehalten. Das ist quasi die Keimzelle des Aufstieges, möchte ich mal sagen. Unsere mehr konspirativen Treffen hier waren, es war eine schöne Zeit, aber es ist auch schön, dass es sich so entwickelt hat, dass hier jetzt kein Platz mehr für uns ist, weil wir mittlerweile zu viele geworden sind. Kann es gleich ankündigen, diesen Dienstag auf jeden Fall werden wir hier um die Ecke im Bratschko sein, Neustiftgasse Nummer 51. Danke an den Chor. Die nächste LOLS wird auch nicht mehr hier stattfinden, weil das auch ein Thema ist, das sehr viele Leute ansprechen dürfte. Und deswegen sind wir auf der Suche nach was Größerem. Die genaue Location wird noch bekannt gegeben und worum es genau geht und wer aller kommt, wird euch jetzt der Atlantis erzählen, der Vorsitz, der Kernteam, das Kernteammitglied und der Hauptorganisator ist der Taskforce Bedingungsloses Grundeinkommen, da sehr fleißig ist und sehr, sehr viel weiterbringt, wofür ich ihm hiermit schon mal danken möchte. Und er wird uns jetzt, wie gesagt, mal bekannt geben, was da alles passiert bei der nächsten LOLS. Ja, also ich bin der Atlantis und ich bin momentan im Organisieren bei einem Vortrag von Dr. Sambor von Rundentisch Grundeinkommen bezüglich bedingungsloses Grundeinkommen. Das wird am 19. Februar stattfinden. Location, hat er gesagt, wäre Mai bereit bekannt geben. Ich habe noch zusätzlich eingeladen die Frau Magister Appel von der Katholischen Sozialakademie, die bei der Diskussion dabei sein will. Der Plan von mir ist, dass wir beginnen werden bei der ganzen Sitzung mit dem Firmengrundeinkommen. Das ist für mich persönlich der optimale Einstieg zu dem ganzen Thema. Danach wird der Vortrag von Dr. Sambor kommen und anschließend circa eine Stunde, wenn es interessant wird, vielleicht länger Diskussion mit den anwesenden Diskussionspartnern. Vielleicht kann ich noch wen anders aufstellen. Das war es eigentlich. Wunderbar, danke. Wir freuen uns drauf. Wie gesagt, wir geben noch genaueres bekannt, genaue Details, wer dann alle kommen wird wirklich und zu dem Termin Zeit hat und wo es vor allem stattfinden wird. Zum heutigen Abend haben wir zu Gast den Dr. Hans-Joachim Fuchs, der uns sein Impulsreferat hier nochmal vorstellen wird zum Thema elektronische Gesundheitsakte. Und ich bitte jetzt unsere Gesundheitssprecherin, die Gerti, dann noch ein paar einleitende Worte dazu zu sagen. Und dann machen wir gleich weiter mit dem Vortrag. Ich hoffe, ja, ihr hört mich. Ich möchte den Herrn Dr. Joachim Fuchs mich bei ihm recht herzlich bedanken, dass er für heute Zeit gefunden hat und hier sich bereit erklärt hat, einen Vortrag über ELGA zu halten. ELGA ist die elektronische Gesundheitsakte, die mit Vehemenz von unserer Regierung mit allen Mitteln durchgeboxt werden sollte oder will. Und der Herr Dr. Joachim Fuchs wird jetzt dann Näheres dazu sagen. Also ich gebe jetzt das Wort an Herrn Dr. Fuchs. Ja, ich möchte mich auch sehr, sehr herzlich. Darf ich anfangen? Vielen, vielen Dank für die liebe Einladung, dass ich heute mit Ihnen dieses wichtige Thema diskutieren darf. Ich bin Allgemeinarzt in Wien und habe eine inzwischen sehr stark gewachsene Praxis
seit 1985 im 9. Bezirk. Und mein Wunsch war, seit 40 Jahren psychosomatische Medizin zu machen. Das heißt, ich höre mir die Geschichten an, die mir die Patienten erzählen. Und diese Geschichten erzählen mir die Patienten, weil sie darauf vertrauen, dass die bei mir bleiben, die Geschichten. Und weil sie mir die Geschichten erzählen mögen, kann ich ihnen als Arzt auch besser helfen. Das ist sozusagen die Grundlage meiner ärztlichen Tätigkeit. Als ich gehört habe von der Gesunduntersuchung neu, das war 2005, damals war es neu, habe ich eine Medizinjournalistin, die ich schon länger gekannt habe, die Frau Magister Andrea Fried, gebeten, das Thema zu recherchieren. Und sie ist dann draufgekommen, dass sich niemand, weder im Hauptverband noch bei der österreichischen Ärztekammer, mit dem Thema des Gesundheitsdatenschutzes noch befasst hatte. Also man ging davon aus, dass es überhaupt keine Probleme gibt, wenn man diese Diagnosen und Verschreibungen und Verordnungen von Ärzten einfach weiterleitet. Es war aber nun bei dieser Gesunduntersuchung neu, Vorsorgeuntersuchung neu, noch ein neues Element dabei. Wir sollten nämlich die Absichten der Patienten erforschen und auf dem Befundblatt niederlegen. Das schaut so aus, dass die Patienten nach dem Umfang der täglichen Bewegung gefragt werden. Natürlich ist jeder Arzt dafür. Also man soll sich möglichst viel bewegen. Wenn der Patient zu erkennen gibt, dass er das nicht machen will, dann soll man eintragen, dass er es nicht machen will. Genauso beim Rauchen und beim Alkohol, aber auch bei Vorsorgeuntersuchungen wie zum Beispiel Mammographie oder Koloskopie sollte eingetragen werden. Patient mag es nicht tun. Das erschien mir ziemlich gefährlich, weil abzusehen ist, dass die Patienten irgendwann einmal darauf angesprochen werden, warum sie das damals nicht gemacht haben, was der Arzt ihnen geraten hat. Also es gibt solche Tendenzen in Europa, dann die Patienten zu selektieren in die Guten und die Schlimmen. Und die Schlimmen müssen dann mehr Selbstbehalte zahlen oder kriegen bestimmte Leistungen nicht. Das erschien mir so gefährlich, dass ich händeringend nach einem Experten gesucht habe und die Frau Magister Fried hat tatsächlich jemanden gefunden, das war der Professor Janel. Der ist ein Jurist und der hat uns das ganz genau erklärt, dass nämlich die Ärzte verantwortlich sind für die Vertraulichkeit. Das heißt, die Patienten können sich an die Ärzte halten, wenn da irgendwas passiert. Das heißt, dass auch Schadenersatz steht sozusagen als Möglichkeit im Raum. Und er sagt es so, die Ärzte dürfen nur im Ausnahmefall Patientendaten weitergeben. Sie haben den Datenschutz gegenüber ihren Patienten auch zu verantworten. Und es ist die Aufgabe der Sozialversicherung, den Ärzten darzulegen, dass die Datenweitergabe datenschutzkonform ist. Das war damals allerdings noch nicht so weit, dass das getan wurde. Und das ist natürlich immer eine wichtige Frage, wie der Datenschutz also dann ausgelegt wird. Also Sie sehen, ich beschäftige mich schon ziemlich lang damit und war dann auch ziemlich lästig in der Ärztekammer und sehe es sozusagen auch als mein Verdienst an, dass die Ärztekammer so weit gekommen ist, sich so intensiv in dieses Thema einzulassen und sich dieser Problematik anzunehmen. Und daher es kam dann genau vor 5 Jahren, im Jänner, am 23. Jänner 2007, kam es zu einer Podiumsdiskussion, eine sogenannte Hot-Dog-Veranstaltung im Radio Kulturhaus. Und dort sind 2 Personen als Diskutanten aufgetreten, als die Impulsreferate gehalten haben. Das war der Professor Ruby, der das sehr gut gefunden hat, dass Röntgenbefunde per geschützte Befundübertragung übermittelt werden können, wo ich auch nichts dagegen habe. Und ich durfte sprechen zu dieser ganzen Gesamtproblematik. Und diesen Vortrag, den ich damals gehalten habe, den würde ich Ihnen gerne noch einmal zeigen. Sie können sich überzeugen, dass jedes der Argumente, die
die ich damals eingebracht habe, dann sehr ausgiebig berücksichtigt wurden. Also heute, im Gegensatz zu damals, ist selbst das Gesundheitsministerium, der Gesundheitsminister Stöger, sehr interessiert am Gesundheitsdatenschutz, was früher eben nicht der Fall war. Jetzt zeige ich Ihnen kurz meine Folien von damals. Aufgrund eines sehr versierten Juristen, dem Herrn Dr. Herbert Pochrieser, der hauptsächlich Flüchtlinge und im Sozialrecht auch benachteiligte Personen betreut, als Rechtsanwalt, der hat uns Ärzte darauf aufmerksam gemacht, woher der ganze Datenschutz eigentlich kommt. Der Datenschutz ist eine Ausnahmeregelung für das grundsätzliche Menschenrecht, das in der Europäischen Menschenrechtskonvention niedergelegt ist, nämlich der Artikel 8, das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens. Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. Das wurde dann noch ergänzt im Jahr 2000 durch den Artikel 1, ein generelles Verbot von jeglicher Diskriminierung. Ich habe den englischen Text sehr gut gefunden, ich finde ihn nach wie vor sehr gut. Ich lese ihn kurz einmal vor. General Prohibition of Discrimination. The enjoyment of any right set forth by law shall be secured without discrimination on any ground, such as sex, race, color, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with the national minority, property, birth or other status. Other status ist für mich eigentlich auch Krankheit. Und dann gibt es noch einen zweiten Artikel darin. No one shall be discriminated against by any public authority or any ground such as those mentioned in Paragraph 1. Also es sind vor allem die Behörden dafür zuständig, dass Diskriminierung nicht passiert. Nun habe ich auch in einer amerikanischen Publikation, die ich regelmäßig lese, und zwar im Juni 2006, einen Brandartikel gelesen von einem zuständigen Beauftragten der amerikanischen Regierung, University Professor Mark Rothstein, der das Institute of Bioethics, Health Policy and Law, University of Louisville, School of Medicine, Louisville, Kentucky, ein Vorsitzender im Subcommittee on Privacy and Confidentiality of the National Committee on Vital and Health Statistics, the Federal Advisory Committee to the Secretary of Health and Human Services on Health Information Policy. Also ein sehr hochrangiger Professor, der also da dargelegt hat, in der weltweit führenden ärztlichen Publikation, The Journal of American Medical Association, was das eigentlich bedeutet, wenn hier Lücken entstehen. Nämlich, dass die Compelled Disclosure on Health Information protected against the greatest potential threat to privacy. Also er hat da einen Super-GAU gesehen und hat das dargelegt, was eigentlich Krankengeschichten sind. Da steht alles drin. Routinemäßig erhobene klinische Daten, sensible Daten wie psychiatrische Diagnosen, Resultate von genetischen Tests, Geschlechtskrankheiten, HIV-Antikörperstatus, Schwangerschaftsunterbrechung oder Sterilitätsbehandlungen, Gewalterfahrung oder Alkohol- und Drogenkonsum und alles andere auch. Und der Professor Rothstein weiß, was das für die Betroffenen bedeutet, wenn diese Daten Stellen übermittelt werden, die außerhalb jeglicher therapeutischer Beziehung stehen, die also gar keine Notwendigkeit zur Kenntnisnahme haben, die diese Daten für nichtmedizinische Zwecke verwenden. Und auf Amerikanisch heißt es Embarrassment and Stigma. Also das pure Entsetzen bei den Betroffenen, wenn sie davon erfahren, dass diese Daten weitergegeben werden. Natürlich auch Stigma. Wir sind nicht so neutral wie die Computer. Die Menschen werten immer. Und wenn sie irgendeine Information bekommen, dann wird die auch gleich gewertet. Und die Menschen werden
entwertet, wenn Informationen in die falschen Hände kommen, von Menschen zu Menschen hin, die damit gar nichts anfangen können, die nur ihre Voreingenommenheiten ausgelöst. Da werden nur die Voreingenommenheiten ausgelöst und genau das darf nicht passieren. Und das ist eben dann für die Amerikaner von größter Bedeutung damals wie heute. Die reine Möglichkeit solcher Mitteilungen leitet nachweislich bereits jeden sechsten US-Bürger, heute werden es wahrscheinlich schon mehr sein, zur Vermeidung potenziell nützlicher und notwendiger medizinischer Tests. Das heißt, die gehen gar nicht mehr zum Arzt. Ja? Und daher fordert er die gewissenhafte und sorgfältige Auswahl wirklich notwendiger Informationen bei der Erteilung von Zugangsberechtigungen zur elektronischen Gesundheitsakte. Dies müsste aber schon gleich geschehen, weil wenn die einmal im Netz sind, die Daten, ist ja schon alles zu spät. Jetzt habe ich mir überlegt, wer eigentlich da besonders betroffen ist. Natürlich, wenn man sich das einmal vorstellt, jeder Zweite wird im Laufe seines Lebens psychisch krank. Ja? Und von denen sind 3/4 schon in der ersten Lebenshälfte psychisch krank. Also Kinder bis zum 14. Lebensjahr sind zu einem Viertel so psychisch krank, dass sie eigentlich eine Behandlung brauchen. Ja? Leider hat man dem nicht Rechnung getragen, da hat die Gesundheitspolitik total verfehlt. Kinder und Psychotherapie, wie bekommt ein Kind Psychotherapie zum Beispiel? Kinderpsychiater, wie viele Kinderpsychiater gibt es eigentlich in Österreich? Ja? Also hier wurde geschlampt. Ja? Und statt das Geld hineinzustecken in eine bessere Betreuung, in bessere Behandlung, wird das hier in ein fragwürdiges System hineingesteckt. Aber nicht nur psychische Erkrankungen, sondern auch Krebsdiagnosen. Sie glauben ja gar nicht, wie viele Menschen im Laufe ihres Lebens eine Krebsdiagnose kriegen und leider stimmt sie meistens auch. Manchmal stimmt sie ja nicht, aber meistens stimmt sie. Natürlich werden die meisten Menschen von Krebs geheilt heute. Das ist Gott sei Dank so. Ja? Aber wenn erst einmal diese Diagnose dokumentiert ist, dann kann sich jeder, der diese Krankenakte sieht, irgendwelche Schlüsse daraus ziehen, ob die jetzt stimmen oder nicht. Ja? Der Anteil der chronisch kranken Menschen unter den berufstätigen Menschen besteht mit Sicherheit mindestens 30%. Mindestens 30% der Menschen haben einen hohen Blutdruck, Asthma, rheumatische Beschwerden, Schmerzen, alle möglichen Erkrankungen, eben nicht nur psychiatrische, sondern auch körperliche Erkrankungen. Und sie haben ein Recht darauf, diese Menschen, wir haben alle ein Recht darauf, dass das niemand erfährt. Das kann aber nur sein, wenn die ärztliche Verschwiegenheit wirklich lückenlos funktioniert. Und wir sind also in diesen Überlegungen draufgekommen, dass wir eigentlich unsere Patienten schützen müssen, vor gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Benachteiligung. Also wir sehen, dass für die Ärzte, für uns Ärzte, das Vertrauen eigentlich die Existenzgrundlage ist. Wenn uns die Menschen nicht mehr vertrauen können, dann können sie auch nicht mehr zum Arzt gehen. Das heißt, der Arzt muss seine Vertrauenswürdigkeit beweisen. Das Vertrauen zwischen Patienten und Ärzten muss ein gegenseitiges sein, sonst kann das nichts werden mit der ärztlichen Behandlung. Das heißt, auch wenn Sie ein Medikament nehmen wollen, müssen Sie darauf vertrauen, dass das erstens, dass es echt ist, dass da wirklich das drin ist, was da drauf steht, dass es wirklich nötig ist, dass Sie das nehmen, dass Sie das voraussichtlich auch gut vertragen werden und dass Sie die Informationen dazu haben. Das heißt, Gott sei Dank haben das jetzt alle meine Kollegen verstanden. Gott sei Dank, ich bin sehr froh drüber. Jetzt ist es aber leider so, dass die Wahrscheinlichkeit, wie Sie wissen, dass Informationen unzulässigerweise offenbart werden, von zwei Dingen abhängt, von ihrem Wert. Und diese medizinischen Daten sind enorm wertvoll. Also viele Versicherungen und auch Produzenten von Heilmitteln sind außerordentlich stark daran interessiert, diese Daten zu erhalten. Und der Anzahl der Personen, die Zugang zu ihnen haben. Das heißt, hier ist die Zahl der Personen von wesentlicher Bedeutung,
der Datenmissbrauch durch den autorisierten Zugriff ist das eigentliche Problem. Also nicht die Menschen, die Hacker und so weiter, die sich da spielen, sind das Problem, sondern sind die Leute, die tatsächlich mit diesen Daten berufsmäßig zu tun haben, die Möglichkeit einer Malversation haben, weil sie sich da sehr gut auskennen, unter Umständen auch diese Malversation durchaus vertuschen können durch alle möglichen Eingaben und die Daten daneben verkaufen oder für andere Zwecke verwenden. Also diese Möglichkeit besteht, das wissen wir inzwischen alle. Ich war auch schon vorinformiert durch einen Kollegen, der in England schon 10 Jahre früher für die British Medical Association mitgearbeitet hat bei der Aufarbeitung dieses ganzen Themas. Das Dokument, das er in die deutsche Sprache übersetzt hat, ist der Dr. Andreas von Heidwolf, ein Psychiater, der hat dieses Dokument übersetzt mit dem Titel Sicherheit in klinischen Informationssystemen. Und das ist bereits 1998 erschienen. Also das ist ja publiziert worden, das hätten wir ja alles schon wissen können. Jetzt nach meiner Erfahrung haben viele, viele, viele Institutionen großes Interesse an diesen Daten. Sozialversicherungsträger, wo der Professor Janel auch sagt, er sieht eigentlich nicht ein, warum hier bei den Abrechnungen, bei den Kassenabrechnungen hier die Diagnosen mitgeschickt werden müssen. Es müssen die ärztlichen Leistungen honoriert werden. Es muss der Arzt sicherlich Kontrollen auch zulassen, ob er das richtig abgerechnet hat. Aber wozu die Diagnosen? Das ist nicht wirklich nötig. Also die Sozialversicherungsträger wollen alles wissen, das Sozialamt, die pharmazeutische Industrie, die Arbeitgeber, Kredit-, Lebens- und private Krankenversicherungen, Banken, Wohnraumvermieter, Verwaltungsbehörden, Justiz und Polizei und noch ein paar. Inzwischen ja AMS und Jugendamt und so weiter, die wollen das auch alle wissen. Und wie wird das jetzt im Alltag umgangen, der Gesundheitsdatenschutz? Es geht eigentlich über die Betroffenen. Also wenn Sie zum Beispiel bei der Bank eine Kreditversicherung machen, dann steht da ein Kleingedrucktes und Sie unterschreiben das. Und Sie unterschreiben das so, dass das eigentlich heißt mit Ihrer Unterschrift, die Bank darf Ihre ganze Krankengeschichte vom Arzt bekommen. Also Sie sind damit einverstanden. Also ich mache das nicht. Ich mache das nicht hinter dem Rücken meiner Patienten. Und ich war sogar schon in der Situation, dass eine Richterin, die meine Patientin ist, sich bei mir bedankt hat, weil ich es nicht gemacht habe. Weil die sich nämlich auch nicht darüber im Klaren war, was sie da eigentlich unterschrieben hat. Also es geht ums Kleingedruckte. Auch beim AMS zum Beispiel, die zapfen nicht die Krankenkasse an, das beteuern sie bei jeder Gelegenheit. Nein, sie setzen die Klienten unter Druck, dass sie ihnen die ärztliche Befunde beibringen. Ja? Also sie ist dermaßen mit Sanktionsdruck keine, also Sanktionsdruck heißt, Sanktionen beim AMS heißt, ja, es wird halt ein Monatsbezug nicht bezahlt oder es werden 6 Wochen nicht bezahlt oder es werden 2 Monatsbezüge nicht bezahlt. Also die Klienten bringen dann die ärztlichen Daten bei, weil sie dermaßen unter Druck sind. Und das finde ich absurd. Ja? Das kann doch nicht legal sein. Ja? Wenn es legal wäre, dann würde das einem Gesetz folgen, der den Sinn des Datenschutzes sozusagen aushebelt. Ja? Gut, dann auch ohne Einwilligung des Patienten zur Kontrolle der ärztlichen Abrechnung, zur Verwaltung notwendig, die Verwaltungsnotwendigkeiten, die werden sozusagen praktisch als Blankovollmacht verwendet. Ja, da sagt irgendein Amt, wir brauchen das und das wird dann schon richtig sein. Nicht? Also sie brauchen es halt. Ne? Wozu sie das jetzt wirklich brauchen, müssen sie gar nicht mehr darlegen. Ja? Dann im öffentlichen Interesse, das wird ja auch unheimlich weit gefasst, ja, das öffentliche Interesse. Und dann ist auch ein Gesundheitstelematikgesetz gemacht worden, das nach einem Spitalsaufenthalt erlaubt, dass Arztbriefe an die Krankenversicherungsträger übersandt werden, also auch an die privaten Krankenversicherungsträger. Dass dann auch die Gesundheitsagenturen, die sind noch nicht so richtig, die arbeiten noch nicht richtig, aber die dürfen Einschaurecht wahrnehmen in Arztdokumentationen bei Strafe von 3.000 Euro, glaube ich. Also wenn der Arzt das nicht macht, dann muss der gleich einmal zahlen. Ja.
Gut, der Professor Janel hat uns das ganz genau erklärt. Nur im Ausnahmefall dürfen wir die Patientendaten weitergeben und nur aus sehr gewichtigen Gründen. Und eine Weitergabe von sensiblen Daten darf immer nur im erforderlichen Ausmaß erfolgen und das gelindeste Mittel sein, um ein Ziel zu erreichen. Ja? Das gelindeste Mittel. Also, wenn Geld keine Rolle spielt, die E-Card, das Lesegerät, die Gina-Box, der Praxiscomputer, der Peering Point, Online-Datentransfers zum Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger dienen der Aktualisierung des Versicherungsstatus des Patienten, um zu sehen, ist er denn jetzt noch versichert. Wir haben früher immer die Krankenscheine gekriegt. Da hatten wir eine Garantie, der Patient ist jetzt ein Vierteljahr versichert, da können wir uns darauf verlassen. Heute können wir uns darauf überhaupt nicht mehr verlassen. Also, da muss die Karte gesteckt werden. Und wenn irgendwas war und der Versicherungsschutz ist abgeschaltet, na Gott sei Dank erfährt es der Patient wenigstens auf diese Weise, weil er wird ja nicht informiert. Ja? Der kriegt da keinen Brief, dass er jetzt keine Krankenversicherung mehr hat, sondern das funktioniert die E-Card einfach nicht mehr. Also Gott sei Dank hat er dann die Möglichkeit, sich darum zu kümmern und da irgendwas zu checken. Aber für uns ist das eine enorme Verschlechterung geworden, weil wir hatten vorher die Garantie, dass das einmal 3 Monate geht. Ja? Und jetzt müssen wir uns nach dieser Meldung vom Hauptverbandscomputer richten. Jetzt gilt es plötzlich nicht mehr. Na, was machen wir denn jetzt? Der Patient braucht eine regelmäßige Behandlung. Er braucht seine Medikamente. Muss ich ihm die jetzt vorenthalten? Nein, das nicht. Aber ich muss vielleicht auf mein Honorar verzichten. Ja? Also so schaut es dann aus. Ist für uns eine Verschlechterung. Ja? Ist überhaupt keine Verbesserung. Auch diese langen Wartezeiten, bis der Computer endlich eingeloggt ist beim Hauptverbandscomputer, ja? Beim O-Card stecken. Ist eine Zumutung, wirklich wahr. Das weiß ich jetzt, das wusste ich damals noch nicht, aber jetzt weiß ich das. Dann dieses ABS, ja. Also ich stelle einen Antrag per E-Mail in diesem Intranet mit dem Hauptverbandscomputer, dass die Krankenkasse ein Medikament bewilligt, also die Kosten übernimmt für ein Medikament, was ich für nötig halte, dass der Patient bekommt. Oder irgendein anderer Facharzt für nötig hält, dass er das Patient das bekommt. Jetzt stelle ich den Antrag, kommuniziere mit einem Arzt, der vielleicht von der Krankenkasse ist, aber wenn ich dann am Nachmittag arbeite, dann ist er vielleicht in Vorarlberg. Also der kennt meinen Patienten überhaupt nicht. Ja. Und der kennt auch nicht, was wir vorher schon immer verabredet haben mit der Krankenkasse. Und wenn der sagt nein, dann ist es nein. Das ist abgelehnt. Ja. Das ist also gar nicht so eingerichtet, dieses System, dass ich jetzt darauf antworten könnte. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann wieder einen Antrag stellen und hoffe, dass vielleicht, wenn ich es ein bisschen anders formuliere, dass er vielleicht dann doch das bewilligt. Ist eine mühsame Geschichte. Ja. Der Patient also sagt mir, er braucht das Medikament, ich beantrage es für ihn, wenn es aber abgelehnt wird, kann ich ihn wieder nicht vertreten. Wenn es abgelehnt wird, muss der Patient selber hingehen und um die Ausstellung eines klagfähigen Bescheids schriftlich beantragen. Ja, das kann nicht ich für ihn machen. Das muss er machen. Ja. Das Ganze, wir haben hier eine völlig, also eine schlagseitige Vertragssituation mit der Krankenkasse. Ich bin ja nur der, der Dienstleistungen erbringt und der Patient ist der Versicherte. Das wird also bei dem ABS durcheinander gemischt. Ja. Und das geht mir nicht gut dabei. Dann die Bewilligung, ja, dann die Übermittlung der Vorsorgeuntersuchungen. Also das ist furchtbar. Also ich mache das wirklich nicht. Ja? Ich mache das nicht. Wenn jemand unbedingt von mir eine Vorsorgeuntersuchung will, mache ich das schon. Ja? Aber ich kann es nicht mehr verrechnen, weil ich weigere mich, das zu übermitteln, ja? Elektronisch. Es ist zwar dann vereinbart worden, die Ärztekammer hat sich wirklich sehr bemüht, eine Vereinbarung zu treffen, die einigermaßen akzeptabel ist, nämlich die Daten werden nicht erst im Hauptverband pseudonymisiert, also die personenbezogenen Daten werden nicht erst dann pseudonymisiert, sondern die werden schon bei uns in der Gina-Box pseudonymisiert, bevor sie weggeschickt werden. Und das Pseudonym ist vereinbart worden für 10 Jahre. Ja? Aber was passiert nach 10 Jahren? Ja? Weiß ich auch nicht. Also ich schicke es nicht weg. Ich bin da ziemlich rigoros. Ich schneide mich selber lieber ins Fleisch, als dass ich da irgendjemand verrate. Ja, also der Artikel in der Ärztewoche hat ja auch den Titel
die Ärzte wollen keine Spione sein. Also das habe ich der Frau Magister Fried damals mitgeteilt, ich will kein Spion sein. Ja. Dann die ganze Sache mit dem elektronischen Rezept, ja, das, also die Utopie, die in der nahen Zukunft realisiert werden soll, ist ja, dass die Ärzte gar keine Rezepte mehr schreiben, ja, sondern das kommt ins Netz, das wird ins Netz gehängt. Da hängt dann das Rezept ins Netz und der Patient geht in eine Apotheke und bittet den mit E-Card stecken und bittet dann den Apotheker, das aus dem Netz runterzuladen. Ja, okay, also wunderbar. Schaut alles sehr schön aus, aber zumindest der Apotheker hat dann wieder Einschaurechte durchs E-Card stecken, der kann dann eben auch wenn dann dieser Arzneimittel-Sicherheitsgurt aktiviert wird, wo dann alle anderen Medikamente auch aufscheinen, die der Patient schon bekommen hat, dann hat der Apotheker plötzlich ein komplettes Bild von dem Patienten da auf seinem Bildschirm. Und die Frage ist auch, wie das denn im Allgemeinen funktioniert mit diesen Rezepten. Ja. Die Patienten haben doch eine Entscheidungsgewalt darüber, was sie mit den Rezepten machen. Die müssen es ja nicht einlösen. Sie können sich dann noch einmal überlegen. Oder sie können, sie können sich noch einmal mit wem anderen beraten, ob das das richtige Rezept ist oder so. Aber es wird dann alles transparent, alles nachvollziehbar. Die Krankenkasse sieht dann ganz genau, was mit diesen Rezepten wird. Löst das nicht ein, erscheint für uns der nachteilige Eindruck, wir hätten ihm da was verschrieben, was er gar nicht gebraucht hat. Ja? Wir wissen ja nicht, warum er es nicht eingelöst hat. Oder die Apotheke hat es gerade nicht, was ist denn dann? Oder die Apotheke, dann hat er schon runtergeladen, stellt aber fest, er hat es nicht. Was ist dann? Dann kann er dann wieder zu einer anderen Apotheke gehen? Wahrscheinlich nicht. Ja? Also das, wir sind eine Menge Probleme dann absehbar, die dann passieren, wenn das System einigermaßen funktionieren sollte. Ja. Dann die Überweisung. Also ich überweise oft zum Beispiel meine Patienten ins Labor. Sie sollen endlich ins Labor gehen und aus irgendeinem Grund haben sie keine Zeit. Und wenn sie wiederkommen, überweise ich sie halt wieder. Dann hängen die ganzen Überweisungen im Netz und die Krankenkasse kann nachvollziehen, dass der Patient nicht das gemacht hat, was der Arzt gesagt hat. Das ist aber leider eine Bedingung bei dem ganzen Versicherungsschutz. Sie finden das immer wieder bei diesem bei der Krankenordnung und so weiter. Also da finden Sie dann das, dass ein Teil der Versicherung, der Versicherungsbedingungen bei der sozialen Krankenversicherung ist eben der, dass die Patienten den Anordnungen des Arztes Folge leisten. Ja, was ist, wenn der das nicht macht? Und die Krankenkasse kann es dann beweisen, wenn er es nicht gemacht hat. So, das sind die Dinge, die damals noch ganz in weiter Ferne gestanden sind, die aber heute schon ganz nah gerückt sind. Also die Alternative ist natürlich die, nach wie vor sollten die Hausärzte oder die Ärzte, die aus irgendeinem bestimmten Grund die Patienten eben laufend betreuen. Es gibt ja zum Beispiel Dialysestationen für die Dialysepatienten, die übernehmen eigentlich die komplette Patientenbetreuung. Und keiner würde, kein Facharzt oder kein Hausarzt würde irgendwas schreiben, ohne dass diese Dialyse, ohne den Sanktus von der Dialysestation, weil das einfach so wichtig ist. Aber bei Herztransplantation ist es genauso. Das ist also dann in der Hand von diesen subspezialisierten Abteilungen. Aber im Allgemeinen ist es schon so, die Hausärzte sind die betreuenden Ärzte ihrer Patienten und die kriegen auch fast alle Informationen von den Patienten. Natürlich, und so soll es ja auch sein, das, was die Patienten dem Hausarzt mitteilen wollen. Ja? Also ich mache mit meinen Patienten ja kein Verhör, dass sie mir alles erzählen. Das erwarte ich nicht. Ich will ja das wissen, was jetzt wichtig ist von den Patienten. Ich stelle offene Fragen. Ich bin bereit, mir das alles anzuhören, was sie mir erzählen wollen. Ja? Aber ich übe doch keinen Zwang aus. Und Es würde überhaupt nicht passen, für das ganze Setting so vorzugehen, irgendwelche Fragebögen abzuarbeiten und das Ganze nur noch schematisch abzuhandeln. Das ist auch nicht der Sinn und der Zweck. Dann würde es auch unendlich viel Zeit brauchen. Also in Finnland, habe ich gehört, sind die Hausärzte mit Elga ganz zufrieden. Die haben da so eine Art Elga, weil sie schaffen zwar nicht mehr 3 Patienten in der Stunde, sondern nur noch 2.
Aber eigentlich ist es eine ganz gute Sache. So sagt mein Kollege in Finnland. Es ist ganz klar, dass wir nach wie vor im Durchschnitt in Österreich 10 Patienten pro Stunde behandeln. Es geht nicht anders. Ja? Im Durchschnitt. Ja? Im Durchschnitt. Und das ist ganz klar so. Und das weiß auch die Krankenkasse und das weiß auch der Minister Stöger. Also wie wir uns da jetzt noch Zeit nehmen sollen für Elga, ist vollkommen sinnlos, das zu erwarten. Das bricht unser ganzes Setting zusammen, wenn wir das machen müssen. Wenn wir auch nur eine Minute brauchen pro Patient, also da kommen zum Beispiel 100 Patienten kommen in die Praxis, ja, jeden Tag, ja, 100 Patienten. Und wir brauchen nur eine Minute pro Patient mehr wegen Elga. Ja. Das sind 100 Minuten, das sind mehr als 1,5 Stunden. Ja, das ist dann überhaupt nicht machbar, ja, wie der sich das vorstellt. Ja. Und jetzt bei dem Pilotversuch mit der Medikamentenverschreibung war das elektronische Rezept mit dem Interaktionsprogramm, was dann noch läuft, alle Medikamente, die in den letzten Monaten verschrieben wurden, werden geprüft. Also der Arzt verschreibt ein Medikament, da muss das alles geprüft werden und dann wird es vielleicht ausgedruckt. Ja. Aber das dauert jedes Mal eine Minute. Das dauert jedes Mal eine Minute. Es ist das überhaupt nicht machbar. So, jetzt ist ganz klar, sinnvollerweise soll einer einen Überblick haben über eine Krankengeschichte. Und das war bisher immer der Hausarzt und das wird auch in Zukunft der Hausarzt sein. Ja. Und der gewichtet auch, der macht eine Diagnosen- und Dauerdiagnosenliste, der trägt da ein, was wirklich wichtig ist und der trägt da nicht ein in diese, sozusagen in diese spezielle Abteilung von der Krankengeschichte, was eigentlich nur vorübergehend wichtig war, was also in Zukunft nicht mehr wichtig ist. Also das muss man schon unterscheiden, ob jemand einen Herzschrittmacher gekriegt hat oder hat jemand einen grippalen Infekt halt eine Woche lang hatte. Das hat eine andere Wichtigkeit und diese Unterscheidungen werden getroffen in der Krankengeschichte. Und sowieso ist es so, jeder, der irgendwas Besonderes hat, also Diabetes oder ein Herzschrittmacher oder Antikoagulation oder irgendwelche wichtigen Sachen, die sind beim Personalausweis und das wird auch in Zukunft so sein, weil das ist auch viel, viel, wenn da jemand bewusstlos wird oder so, es ist viel schneller zu finden beim Personalausweis, als wenn man da irgendwo eine Karte stecken muss und warten muss, bis man da an die Information kommt. Okay, und warum ist jetzt dieser Datenschutz so unsicher geworden? Ich bin dahinter gekommen, hinter dieses Geheimnis dahinter gekommen, weil die Entscheidungsträger es damals überhaupt nicht verstanden haben und heute vielleicht schon ein bisschen es verstanden haben, jedenfalls für sich persönlich haben sie schon verstanden. Also ich habe gehört, Führungspersönlichkeiten, hochrangige Politiker lassen sich ein Pseudonym geben, wenn sie ins Spital müssen. Ja? Also sie beweisen eigentlich durch ihr Verhalten, wie wichtig das wirklich ist. Ja? Wir wissen ja noch genau, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, als der damalige Bundespräsident Klestil im Spital war, hat es also hunderte von unerlaubten Zugriffen auf seine AKH-Krankengeschichte gegeben. Das ist dokumentiert, ja. Hunderte. Ja. Da wollte jeder mal wissen, was mit dem Bundespräsidenten los ist. Also das ist wirklich absurd. Aber heute kommt es natürlich auch vor. Wir haben noch lange nicht diese Datenkultur, die wir bräuchten. Ja. Ich kenne zum Beispiel die Geschichte einer jungen Substitutionspatientin, die nimmt also immer brav ihr Subutex und geht arbeiten und ist alles tadellos. Nur ist sie draufgekommen, dass ihre Schwiegermutter, die also Krankenschwester im AKH ist, auf ihre Substitutionstherapie draufgekommen ist, weil sie mal kurz reingeschaut. Also solche Dinge sind auch heute noch möglich. Ja. Und das ist wirklich verheerend, dass sowas geht. Ja. Es wird einfach das nicht so wichtig genommen, weil die Entscheidungsträger es nicht wichtig finden. Das ist der Grund. Wenn die das wirklich wichtig finden würden, dann wäre das anders. Okay, ich bin dann draufgekommen, meine Patienten haben mir das erzählt. Also ein Patient hat dann mal einen AMS-Akt von einem Raum zum anderen getragen, und zwar seinen AMS-Akt, und hat dann mal kurz drin geblättert und hat dann alles da drinnen gefunden. Listen seiner ganzen Krankenstände, seine ganzen Medikamente, die er gekriegt hat und so weiter.
Das heißt, hier ist wirklich jetzt sehr viel Missbrauch. Es wird sehr viel Missbrauch getrieben heute. Und aus dieser Erfahrung heraus habe ich also wirklich große Sorge, dass dieses Elga den Missbrauch noch multiplizieren wird. Also was wir fordern und was ich damals gefordert habe, das wird heute sehr betont, dass das auch umgesetzt werden soll vom Gesundheitsministerium, vom Minister Stöger. Also jeder Patient oder sein gesetzlicher Vertreter verfügt ununterbrochen über die Datenspeicherung und den Zugriff auf seine Krankengeschichte. Es soll ein Audit Trail stattfinden, ein Protokoll der Zugriffe, der aufzeigt, wer hat wann worauf zugegriffen. Dieses Protokoll wird jedes Quartal dem Patienten übermittelt. Dabei zur Identifikation ist die Ordinationskarte oder Stationskarte zu wenig. Jeder im Gesundheitswesen Beschäftigte muss eine personalisierte ID-Karte haben, auch die Aushilfen. Zu fordern ist die freie Wahl des Patienten. Also man kann sagen, Elga, ja bitte, das heißt Opt-in, oder Elga, nein danke, Opt-out. Aber dann müssten eben auch alle personenbezogenen Dateien garantiert gelöscht werden. Das ist ja überhaupt nicht vorgesehen, sondern sie werden ja vielleicht verdeckt. Also wenn die Betroffenen sagen, wir wollen nicht dabei sein, dann sagen wir, okay, ja, du darfst. Früher hatten wir noch die Vorstellung gehabt, das kostet was. Da muss dann für die zusätzlichen Kosten der Bürger etwas bezahlen, damit seine Daten dann verdeckt werden. Aber das, Gott sei Dank, von dieser Idee ist man wieder weggekommen. Aber die Daten zu löschen, daran ist nicht gedacht. An das Opt-in ist auch nicht gedacht. Also, dass man freiwillig beitritt zu Elga, daran ist nicht gedacht. Und bei dieser Diskussion, die wir ja im Radiokulturhaus jetzt letzte Woche hatten, hat ja der Minister Stöger zugegeben, dass die Freiwilligkeit auf jeden Fall besser wäre. Ja, da hat er ja zugegeben. Allerdings, dass die Ärzte gestraft werden, wenn sie nicht mitmachen, und zwar mit 10.000 Euro, davon ist er nicht abgerückt. Ja? Das ist sehr freiwillig. Ja? Und das heißt, wenn das unbedingt sein muss, also entweder ich habe die Möglichkeit, eine Opt-out-Praxis zu betreiben, oder ich optiere mich ganz aus und gehe in Pension. Ja, so ist es. Und das hat den Herrn Minister Stöger schon ein bisschen betroffen gemacht. Was mich wiederum betroffen gemacht hat, war, dass eine Patientin, die sich zu Wort gemeldet hat, die erklärt hat, wenn der Herr Minister Stöger glaubt, dass die Behandlung verbessert wird durch das Elga und sie unterschreibt jetzt das Opt-out, dann wäre das ja eine Verzichtserklärung auf eine gute Behandlung. Und da hat sich der Minister Stöger nicht wirklich zu helfen gewusst, weil das Argument ist nämlich stichhaltig, sondern er hat gesagt, wissen Sie, hier geht es um Machtfragen, hier geht es um eine Machtfrage, hat er gesagt. Ja? Und das war eine Antwort, die eigentlich gar nicht gepasst hat. Es geht nicht um eine Machtfrage. Dass die Bürger die Macht haben in einem demokratisch verfassten Land, das steht in der Verfassung. Das ist keine Machtfrage. Okay? Danke. Geht schon? Ja. So, vielen Dank für den Vortrag. Wir machen jetzt noch eine Fragerunde und ich habe da auch schon den CMV mit einer Frage. Ja, ich habe das sehr interessant gefunden, die Bemerkung, in Finnland wird sich durch Elga möglicherweise die Anzahl der Patienten von 2 auf 3 reduzieren, bei uns sind es 10. Wird man dort weniger krank, wenn man so oft in die Sauna geht, oder gibt es dort mehr Ärzte? Und die zweite Frage wäre, können Sie die kolportierte Zahl von 100.000 Zugriffsberechtigten auf dieses Elga-System von der Größenordnung her bestätigen oder verneinen? Ja, das hängt natürlich von der Liste der GDAs ab, also der Gesundheitsdienste Anbieter.
Also wenn Sie alle Reiki-Trainerinnen noch dazu nehmen, dann geht sich das locker aus. 100.000. Ja, alle Krankenschwestern, alle Physiotherapeutinnen, ja, alle Röntgenassistentinnen. Wenn Sie diese ganzen medizinischen Hilfsberufe noch dazu nehmen, zu den Ärzten, erstens, wir haben sehr viele Ärzte, wir haben fast schon 40.000 Ärzte in Österreich. Ja. Das sind doch mal 40.000. Ja. Und wenn Sie dann noch die Krankenschwestern dazu nehmen und die Laborantinnen und die Operationsgehilfen und so weiter, das geht sich ganz locker aus mit den 100.000. Ja. Und das Administrationspersonal. Ja, und noch dazu, ja. 100.000 ist realistisch. Ja, ja, zur anderen Frage, ich glaube, die Vorsorgemedizin ist in den nordischen Ländern schon fortgeschrittener als bei uns, oder? Also ich möchte mal so sagen, in den nordischen Ländern hat man ganz andere Verhältnisse. Es ist nicht nur das Schulsystem sehr freundlich, also mein Bruder lebt nämlich in Finnland, und zwar in Jyväskylä, wo das PISA-Programm herkommt. Und in Finnland sind die Schulen wirklich toll, und zwar aus dem Grund, weil es ihnen schlecht gegangen ist. Den Finnen ist es einmal richtig schlecht gegangen. Und dann haben sie beschlossen, aus jedem Kind muss was werden. Und wir werden dafür sorgen, dass jedes Kind gefördert wird. Ja? Deswegen sind die Schulen gut, weil die das beschlossen haben. Und mein Bruder sagt mir, sie haben das deutsche Schulsystem übernommen, aber sie haben was viel Besseres draus gemacht. Nämlich mit dieser Einstellung. Es ist ein unglaublicher Unterschied, ob man die Begeisterung am Lernen sozusagen unterstützt, die Lehrer sind begeistert, die Schüler sind begeistert, oder ob man immer nur herummatscht, ja, immer nur angefressen ist über das, was man jetzt schon wieder machen muss. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Und das ist mit Geld auch gar nicht zu machen. Ob da jetzt viel bezahlt wird oder wenig, ist relativ unerheblich. Und so ist es mit dem Medizinsystem in Finnland auch. Die Menschen haben wahrscheinlich recht, wenn sie weniger Angst haben davor, dass ihre Daten vom medizinischen Personal frei zugänglich sind, weil man tut ihnen nichts. Ja? Also in Österreich, glaube ich, ist die Möglichkeit, dass man dann Feindseligkeiten, Benachteiligungen, Diskriminierungen zu erleiden hat, bei weitem größer. Also ich glaube, das ist der Grund. Also die Ärztezahl ist wesentlich geringer als in Österreich. Es kommen sehr viel die Krankenschwestern zum Einsatz. Also zum Beispiel ein Diabetiker, der vielleicht bei uns in Wien einmal im Monat zum Arzt geht, würde in Finnland, wenn die Behandlung gut läuft, einmal im Jahr zum Arzt gehen. Und dann macht er aber viel für den Patienten. Dann checkt er den richtig durch, einmal im Jahr. Und bei uns ist es ungefähr so, dass einmal im Jahr wird verlangt, dass ein Diabetiker zu einem Diabetologen geht. Ja. Aber diese Subspezialisierungen haben sie in Finnland nicht so weit entwickelt, sondern das macht dann der Hausarzt. Aber betreut wird der Patient hauptsächlich von seiner Diabetesschwester. Ja. Da gibt es ja bei uns auch schon viele Ansätze, aber da ist nie was draus geworden mit der erweiterten Ausbildung von medizinischem sogenannten Hilfspersonal, also dass die Schwestern auch Spritzen geben dürfen und diese ganzen Geschichten. Genau. Ich habe auch vorher beim Thema Ausbildung unsere Bildungssprecherin heftig nicken gesehen. Ja. zum Thema. Ich finde es eigentlich schade, dass man sich dann ein bisschen Beispiele an den nordischen Ländern nimmt, weil es gehen einfach sehr, sehr viele wichtige Ressourcen verloren. Und wir sind aber in Zukunft auf diese Ressourcen angewiesen. Ja. Weil man einfach sozusagen die Zukunft Europas liegt in der Forschung und in der Entwicklung. Ja. Ja, dann wollte ich noch was mir jetzt gerade persönlich passiert ist, nämlich dass man mir erklärt hat bei der Gebietskrankenkasse, dass man kein Geld für mich hat und für meine Krankheit, weil ich jetzt schon 3 Monate im Krankenstand bin und hat mich gesund geschrieben und zum AMS geschickt. Das AMS schickt mich jetzt zur Pensionsversicherungsanstalt, um dort eine vorübergehende Erwerbsunfähigkeitsrente zu beantragen. Das dauert ein halbes Jahr, dieser Antrag. Wird grundsätzlich der erste abgelehnt und dann kommt der zweite Antrag. Nur genau um das zu machen, muss ich dem AMS sämtliche meine Krankenunterlagen geben und damit kommen die auch schon dazu. Und damit ist es, das ist ja gar nicht vorgesehen. Im Grunde wäre ja die Krankenkasse dafür zuständig, sich darum zu kümmern, nur die haben kein Geld dafür.
Und jetzt nur indem man verschleiert, dass die Krankenkassen eigentlich zahlungsunfähig sind, übergibt man jetzt sämtliche Krankendaten dem AMS und der Pensionsversicherungsanstalt. Und solange da keine Regelung drin ist, kann man ja gar nicht sagen, diese elektronische Gesundheitsakte, die wandert dann irgendwie durch die Instanzen. Die kriegt das AMS und die Pensionsversicherungsanstalt, dann geht das wieder zurück. Und es ist ja überhaupt nicht geklärt, wer das jetzt wirklich haben darf, beziehungsweise wird das da freihändig irgendwo verteilt. Ja, genau diese Vorgänge beobachte ich jeden Tag. Und das ist wirklich ganz entsetzlich. Es hat auch nichts damit zu tun, wie krank oder wie gesund jetzt jemand ist, sondern es hat nur damit zu tun, welche Institution jetzt die Kosten zu tragen hat. Es sind eigentlich nur juristische Fragen. Es sind die Fragen, wer ist jetzt zuständig für die Kosten? Tatsache ist, auch Behinderte haben ein Recht auf Arbeit. Ja? Also man kann jemanden vom Arbeitsmarkt nicht ausschließen, bloß weil er irgendeine Krankheit hat. Das geht nicht. Ja? Im Gegenteil, es muss alles getan werden, dass jemand, der irgendein Handicap hat, Arbeitsbedingungen erhält, die ihm erlauben, beizutragen zum Erwerbsleben und auch ein Einkommen zu erhalten. Also in Amerika hat man sich ausgerechnet bei psychischer Krankheit, also wie viel das die Betroffenen kostet. Wir rechnen immer nur, wie viel kostet es den Staat oder die Krankenkasse oder die Pensionsversicherung. Nein, man muss rechnen, wie viel kostet es denn die Betroffenen, wie viel auf ihrem Einkommen, was ihnen eigentlich zusteht, müssen sie denn verzichten. Und da hat man herausgefunden, dass bei psychischer Krankheit, wie gesagt, die Hälfte der Menschen haben eine psychische Krankheit im Laufe des Lebens, eine Episode psychischer Krankheit im Laufe des Lebens. Insgesamt kostet es die Betroffenen 30% ihres Lebenseinkommens, ja, durchschnittlich. 30% ihres Lebenseinkommens. Jetzt rechnen Sie sich das bitte mal aus, wie viel Geld das ist. Das ist sehr viel Geld, worauf die Betroffenen verzichten müssen, weil sie diskriminiert werden, weil man ihnen nicht die Jobs gibt, die sie ja tun könnten, ja? Weil man die Geduld nicht hat, sich damit zu befassen. Es gibt in Österreich wunderbare Gesetze, also wenn man sich die Behinderung feststellen lässt beim Bundessozialamt und man hat einen Job, dann kann man einen Einstellschein bekommen, man hat einen Kündigungsschutz. Oder wenn man keinen Job hat, man geht zu einer Firma und sagt, ich habe diese Behinderung. Die Firma kann damit rechnen, dass sie Geld vom Staat bekommt, dafür, dass sie Behinderte beschäftigt. Also die gesetzlichen Regelungen sind nicht so schlecht. Aber was sehr schlecht ist, ist der Umgang mit den Betroffenen. Dieser Einstellschein für Behinderte ist für die meisten Behinderten eher ein Nicht-Einstellschein, weil sobald sie den haben, nimmt sie keiner mehr. Ja. Das ist eine, also ich kenne Behinderte, die jammern fürchterlich über dieses Gesetz, weil sie kriegen keinen Job. Ja, also das ist das, wie ich vorher sagte, die Einstellungen in Österreich sind andere als zum Beispiel in Skandinavien. Ja. Ich kann Ihnen eine Website empfehlen, die heißt Equality.org. Das ist eine englische Website, wo Sozialwissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler sich damit beschäftigen, mit dem Ziel der Gleichheit. Also es gibt Gesellschaften, zum Beispiel skandinavische Gesellschaften, die streben seit 70 Jahren die Gleichheit an. Und sie sind recht gut fortgeschritten in Annäherung an dieses Ziel. Und es gibt eben Gesellschaften wie die österreichische, die das weniger stark anstreben. Ich möchte mal sagen, zu wenig anstreben. Ja? Also hier sind Unterschiede, die eigentlich nicht sein dürften, weil wir haben eine Verfassung, wo Diskriminierung verboten wird, die Bürger umfassende Rechte haben. Das wird aber dann in den Institutionen dann nicht so wichtig genommen. Ja? Also man strebt dieses Ziel nicht wirklich an. Und damit möchte ich sagen, also wenn das staatliche Organisationen sind, wie zum Beispiel die Polizei oder das Innenministerium oder das Gesundheitsministerium oder wer auch immer, wo die Beamten nicht wirklich für diese Bürgerrechte arbeiten. Ja? Da muss ich sagen, dann tun sie ihren Job nicht, für den sie da ist. Sie haben ja auf die Republik ihren Treueeid geschworen
Und diese Republik ist eine freiheitliche Republik, freiheitlich verfasst. Und die es ist alles für die Bürger. Ja? Es kann nicht sein, dass alles für die Beamten ist. Ja? Sondern auch die Krankenkasse, auch das AMS, auch die Pensionsversicherung sind so verfasst, dass sie natürlich für die Bürger da sind. Aber in der Alltagserfahrung, so wie Sie mir jetzt auch gerade gesagt haben, ist es anders. Ja? Und das ist aber ein Unterschied. Und dazu braucht man auch eine Piratenpartei, um das aufzuzeigen. Ja, also das mit dem AMS ist ja... Mit dem AMS ist ja schon ein Grundproblem, dass das ja privatisiert wurde und man bis heute nicht weiß, wem es jetzt gehört. Das heißt, die verfolgen auch Ziele von Leuten, die man nicht kennt. Dann wollte ich noch fragen, ob es da eventuell Indikationen gibt dem von uns angestrebten bedingungslosen Grundeinkommen, nämlich im Sinne einer echten Existenzsicherung, die dann den Patienten vielleicht auch diese Abhängigkeit nehmen könnte in einem bestimmten Ausmaß. Kann das helfen? Also zufällig habe ich den Codex Hammurabi in die Hände gekriegt. Der wurde vor 4000 Jahren verfasst. Und der König Hammurabi hat festgestellt, wenn die Ernten schlecht waren, dann haben sich die Bauern verschuldet. Der Zins war 20% für das Saatgut. Wenn dann nicht eine pro Jahr, 20% pro Jahr. Wenn dann die Ernten noch immer nicht gut waren und die Bauern das nicht zurückzahlen konnten, dann hat es nur eine kurze Weile gedauert, dann sind die Bauern in die Schuldknechtschaft gekommen. Dann waren die abhängig von den Reichen, die ihnen das geborgt hatten. Monsanto oder Pioneer? Ja, genau, damals schon. Aber dann hat der König Hammurabi ein Problem gehabt. Er hat nämlich nur noch Arme gehabt. Ja? Sein ganzes Volk war nur noch arm, bis auf die paar Reichen. Ja? Dann hat er Folgendes gemacht, dann hat er eine Entschuldungsaktion gemacht. Dann hat er gesagt, er erlässt denen, die ihm die Steuern schuldig geblieben sind, die Steuern unter der Bedingung, dass sie wieder ihren Schuldnern ihre Schulden erlassen. Ja? Das heißt, das, was am Ende in der Bibel steht, also vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben unseren Schuldigern, ist ein ökonomisches Gesetz. Ja? Also es kann nicht sein, dass man das Geld, was man zum Leben braucht, nur dann bekommt, wenn man einen Job hat. Es geht sich nicht aus. Es ist auch die Flexibilität der Gesellschaft, bedingt ja auch, dass Jobs eingespart werden und wieder neue Jobs entstehen. Der ganze Fortschritt mit der IT, wie viele IT-Jobs hat es gegeben vor 20 Jahren? Es gibt so viele Beispiele. Leider ist es so, das österreichische Ideal ist vielleicht noch immer das Beamtenideal, dass man von 15 bis 60 halt einen sicheren Job hat. Das hat aber keiner mehr. Und dazu sind ja die Institutionen da, den Bürgern ein Leben in Würde zu ermöglichen, auch wenn man Lücken hat in seinem Arbeitsleben. Und diese Lücken sind ja auch sinnvoll zu nutzen. Ich habe es nämlich gerade jetzt sehr häufig mit Patienten zu tun, die ins Burnout kommen, weil sie überarbeitet sind. Also es werden einerseits Leute eingespart, Stellen eingespart, gleichzeitig müssen Menschen viel mehr arbeiten als vorher und kommen ins Burnout. Das sind wieder Kosten, Gesundheitskosten, Krankenstellen und so weiter. Völlig überflüssig. Ich frage mich, was die hochgelobten Wirtschaftsexperten tatsächlich da zusammenbringen. Es ist eigentlich jämmerlich. Ja. Da fragen wir es gleich einen Wirtschaftsexperten, der nicht zu den Hochgelobten, sondern zu den Kritischen gehört. Deswegen ist er auch bei uns. Nein, also ich habe eher eine Frage an Sie jetzt in dem Zusammenhang, weil diese Zahl mit den 100.000, die da Zugriff auf meine Daten haben, erscheint mir sehr hoch. Vor allem, wie sieht das aus? Es bleibt ja nicht bei diesen 100.000. Wie viel haben theoretisch eigentlich wirklich Zugang dazu in Österreich? Und dann auch noch eine Frage auf Ihre Praxis bezogen. Was bedeutet das für Sie eigentlich an Zeitaufwand? Ist es einfacher geworden oder ist es billiger geworden? Ich glaube wahrscheinlich keines von beiden. Also die Einführung der E-Card hat, also ich habe schon seit 1993 ein gut funktionierendes EDV-System in meiner Praxis gehabt.
Dafür habe ich damals 200.000 Schilling bezahlt. Und dann war das eben mit der E-Card-Einführung, ich glaube 2005 oder wann war das dann noch einmal zu berappen. Weil alles anders. Das hat noch gut funktioniert. Ich habe das ja auch immer wieder warten lassen und immer wieder erneuern lassen, die Computer. Aber dann war einfach das Windows XP nötig dafür. Und da musste ich alles neu machen. Das hat mich dann wieder 15.000 Euro gekostet. Ja, so ist es. Und das ist aber mein Geld. Ja, also die Sozialversicherung hat auf mein Geld zugegriffen. Und dann heißt es, dass ich online angebunden bin an deren ihr System. Das heißt, die kontrollieren mich jetzt. Ja. Wenn der Versicherungsschutz auslässt und ich verschreibe trotzdem die Medikamente, weil es einfach vital nötig ist, dann können die mir... Ja. Das hat sich irgendwie eine Kerlische an. Nein, das kann. Achso, irgendein der Funk kriegt, der Empfänger kriegt. Achso. Oder Zivil. Ja, ausrieren. Weiß ich nicht so genau. Das Elga ist nicht das Gleiche, aber es. Die stecken jetzt auch die E-Card, ja. Die stecken jetzt schon die E-Card, aber das Elga haben sie noch nicht. Ja, aber Elena, da geht es ja um das Gehalt, ne? um die Lohnabrechnung bei Elena. Ne? Und das ist ja, ist das nicht gekübelt worden? Vor einem Monat oder so hat man das nicht gestanzt. Elena wurde gestanzt, ne? Ja, nachdem man Millionen hineingesteckt hat. Kurz zur Frage, wer wirklich aller Zugriff hat auf die Daten. Im AKH wird Datenschutzmüll entsorgt, indem er in weiße Säcke gesteckt und auf den Gang gestellt wird, bis die Leute kommen und es abholen, die Zuständigen. Ungeschreddert. Natürlich. Es steht nichts drinnen in der Verordnung, oder nicht keine Verordnung, sondern in den Hinweisen, dass das geschreddert werden müsste. Also im Prinzip jeder, der durch den Gang eines Instituts geht, kann so einen weißen Sack mitnehmen und ihn zu Hause gemütlich durchschmökern. Ja. Wo steht? Soll ich dann mitbringen? Eine Bemerkung. Ich habe mit Beispiel gerne wieder mit Mauese den E. Entschuldigung. Sie jetzt, ja. Wäre das nicht eigentlich eine sehr schöne Demonstration des mangelnden Datenschutzes, dort einmal einfach vorbeizugehen, nach weißen Säcken zu suchen, die möglichst, indem man sich filmen lässt, aus dem AKH zu tragen und dann irgendwie in der U-Bahn-Station auszubreiten und vorzulesen oder so? Willst du mir jetzt ein Jobangebot machen, ein neues? Ich würde ganz gerne meinen Posten behalten. Also, nein, aber wenn du sagst, das wird am Gang gestellt, dann nehme ich an, dass auch Besucher da dazu... Da muss man schon ins Institut zuerst hinein, aber im Übrigen sind die nicht abgesichert. Bei den Kliniken. Sie stellen es nicht in die Aula. Ja, aber es wäre denkbar, dass sich ein unbedarfter Besucher dorthin verirrt und... Ja, natürlich, das ja. Mal mitnimmt. Im AKH wird sowieso alles geklaut, was nicht schwerer als 2 Tonnen und an den Boden angedüngt ist. Ja, gibt es noch Fragen dazu? Ich wollte noch einmal nachfragen, nämlich mit diesem Zugriff von diesen 100.000 Leuten, das haben Sie zuerst dann nicht mehr beantwortet, ist da ein weiterer Personenkreis, wer kann da theoretisch aller zugreifen drauf? Weil diese Zahl von 100.000 stört mich sehr. Also es ist natürlich so, dass jetzt betont wird, dass nur die behandelnden Ärzte zugreifen dürfen. Das sehe ich aber auch als Erfolg unserer Arbeit an,
Das heißt, früher war tatsächlich von einem schier endlosen GDA-Verzeichnis die Rede. Ja. Jetzt wird betont, dass der Gesundheitsdatenschutz doch wichtig ist und dass nur die behandelnden Ärzte, die vom Patienten also jetzt autorisiert werden, dass die darauf Zugriff haben. Aber es ist natürlich so, Sie haben ja, wenn Sie zu einem Facharzt oder zu einem praktischen Arzt gehen, dann haben Sie ja die freie Arztwahl, auch mit der E-Card. Gehen Sie in ein Spital, haben Sie es nicht, da haben Sie formal einen Vertrag mit dem Spitalsdirektor. Und der Spitalsdirektor teilt Ihnen die Ärzte zu. Also wenn Sie nicht Privatpatient sind im Spital, dann können Sie sich die Ärzte nicht mehr aussuchen. Das heißt, Sie haben eigentlich de facto gar nicht die Wahl, wer da jetzt zugreift und wer nicht. Ja, das sind nicht meine Einwerfen, darf ich nicht. Es sind, soweit ich weiß, nicht nur die Ärzte, sondern beim E-Medication natürlich auch die Apotheker und die Apotheken. Ja. Und das Problem ist, wie ich es kenne von Stationen, wenn da einmal ein Arzt es irgendwie gesteckt hat, da ist teilweise in den Ambulanzen so viel los, das ist der Alltag, dass einer ist beim Computer eingeloggt und drei oder vier andere oder noch mehr benutzen den gleichzeitig mit. Ja. Unter anderem auch die Pflege, was auch immer. Ja. Ja, ich glaube, dass das alles wichtige Informationen sind, aber ich glaube, wohin geht die Reise? Also wir sollten, ich glaube, warum sollen diese Informationen alle freigegeben werden für die gewissen Organisationen und Strukturen? Weil wir keine Menschen mehr sind, sondern irgendwelche Räder innerhalb dieses wirtschaftlichen Systems, das funktionieren muss. Warum kriegen wir Probleme, wenn wir zu dick sind? Warum kriegen wir Probleme, wenn wir zu viel rauchen oder was auch immer? Weil wir eigentlich funktionieren sollen. Und das müssen wir den Leuten klar machen. Ihr seid nur noch dazu da, zu konsumieren und zu funktionieren. Und darum wollen sie die Daten und darum wollen sie wissen, was abgeht, ob du Psychomarken hast, ob du was auch immer hast, ob du ein Risikofaktor bist für dieses eine System. Da gibt's ein wunderschönes Bild von Charlie Chaplin in Modern Times, wo er da irgendwie in diese kleinen Zahnräder kommt und zerdrückt wird. Und das ist genau das, was passiert. Der Typ war ein Visionär. Das heißt, wir sollten uns das große Picture nicht vergessen. Das große Picture ist das, dass wir Menschen bleiben müssen und die Wirtschaft für uns funktionieren soll und nicht wir für die Wirtschaft. Und das ist ein kleiner Teil davon. Wir haben bis jetzt immer Verteilungsgerechtigkeit gehabt. Seit den 70ern reden wir von Verteilungsgerechtigkeit. Jetzt reden wir von Chancengleichheit. Chancengleichheit bewirkt einen Hebel. Das heißt, du musst die Chance ergreifen, du musst aktiv sein, du musst dünn sein, du musst hübsch sein, du musst was auch immer dich anpassen. Das sehen wir in diversen Model-Shows und Starmania und so ein Scheiß. Pass dich an, mach den neoliberalen Weg mit und dann bist du dabei. Bist du Teil davon und kannst was mitmachen. Am besten mit ein bisschen Ellbogentechnik und machst die anderen dabei Meier. Weil es gibt ja wenig Ressourcen und jeder muss um die Ressourcen laufen. Aber an sich, das ist das Big Picture. Und das bleibt unwidersprochen und ich glaube, es ist wichtig, dass wir dieses große Bild nicht vor den Augen verlieren, wenn wir diese ganzen Details, das sind ja alles kleine Bausteine, die dann eben dieses Weltbild schaffen werden, vor dem wir versuchen, das wir, glaube ich, versuchen zu preventen. Ja, wir haben auch gesehen, dass der Minister Stöger nichts damit anfangen konnte, als in unserer Diskussion ein psychosomatischer Arzt gesagt hat, nach Professor Ringel, den legendären Psychiater und Psychoanalytiker, der über die österreichische Seele geschrieben hat, der war wirklich sehr populär und sehr gehört. Also jeder hat auf den gehört, damals in den 70er Jahren. Der Herr Stöger hat ihm nicht zugehört, offenbar. Der Herr Stöger konnte damit nichts anfangen, dass der Professor Ringel gemeint hat, dass ein Arzt und Patient eine Gemeinschaft bilden, eine Art Symbiose bilden. Und das heißt, dass man hier ein Vertrauen hat, eine Verbundenheit hat, wo man offen reden kann. Das heißt, entsteht in diesem Dialog ein eigener Raum, wo Menschen sich begegnen können, sich austauschen können, eigene Verabredungen treffen können. Dieser Raum ist geschützt durch die Verschwiegenheit. Und in diesem Raum wollen die Bürokraten, wollen die Administratoren unbedingt eindringen. Das heißt, sie wollen uns zwingen, unsere Dokumentation so zu führen, dass diese persönlichen Dinge da gar nicht mehr drin sind. Ja? Aber wenn ich nur ein Beispiel sage, wenn ich hinschreibe jetzt, jemand hat eine depressive Episode,
das ist vollkommen sinnentleert, wenn ich nicht weiß, wie es dazu kam. Ja? Oder was er eigentlich wirklich erlebt. Ja? Wenn ich das nicht mehr niederschreibe, dann brauche ich eigentlich gar nichts mehr aufschreiben. Ja? Ja, ich habe auch das Gefühl, es wird immer so untergejubelt, dass Elgar jetzt dieser ganzheitliche Ansatz wäre, weil ja die Ärzte jetzt alle Informationen haben und deswegen viel besser herausfinden können, was da jetzt wirklich passiert ist und deswegen auch darauf schließen könnten, wo jetzt vielleicht eine Folgeerkrankung herkommt. Aber genau das passiert ja in Wahrheit nicht. Nein, in Wirklichkeit nicht, weil kein Arzt wird so blöd sein und die wirkliche Geschichte da reinschreiben. Weil dann bedeutet er es ja, dass es einen Patienten preisgibt. Also was wird da drin stehen? Es war die Rede von der Penicillinallergie. Es ist aber allen klar, dass jemand, der glaubt, dass er eine Penicillinallergie hat, wenn man ihn testet, meistens er das nicht hat. Ja? Allerdings sind die Allergietests auch wieder nicht hundertprozentig. Das heißt, allein nur dieses Item zu evaluieren, ist ziemlich aufwendig. Also wenn man mal das Penicillin nicht vertragen hat aus irgendwelchen Gründen, müsste man jetzt einen Allergietest machen, der sehr aufwendig ist, damit man feststellen kann, ob jetzt wirklich eine Penicillinallergie vorliegt oder nicht. Wenn man jetzt nur verdachtsweise das jetzt in Elgar stellt, Penicillinallergie, dann dürfte das wahrscheinlich gar nicht stimmen. Ja? Also mit 90%iger Wahrscheinlichkeit, mit 900%iger Wahrscheinlichkeit stimmt's nicht. Ja? Also für die 102%, die jetzt nichts von Prozentrechnung verstehen, war das vielleicht etwas schwer. Ja. Nein, 90% da. Ich hätte eine Frage dazu, und zwar ist das soweit bekannt, dass die Daten von Promis oder von Herrn Stöger selber, sage ich mal, in irgendeiner Form spezifisch gesichert sind und in irgendeiner Form auch gelockt wird, wer darauf zugreift. Der Hintergrund ist der, dass im AKH zum Beispiel ein solches Flag existiert. Wer da ein Bekannter ist oder beziehungsweise ein Promi oder ähnliches, da wird ganz genau hingeschaut, wer schaut sich diese Daten an, und bei uns Normalsterblichen ja nicht. Eben. Gibt es das auch für die Elgar? Ist das da jetzt eingebaut? Also es war auch von Sanktionen die Rede. Es war von Sanktionen die Rede. Aber das Strafausmaß von den Sanktionen ist vollkommen läppisch. Ja? Also die Sanktion, wenn wir nicht mitmachen, die ist haarig. Ja? Da müssen wir bis zu 10.000 Euro zahlen. Aber wenn da irgendjemand irgendeine Kleinigkeit macht, also das ist ja kaum der Erwähnung wert. Ja, also insofern ist die Begeisterung für den Gesundheitsdatenschutz noch immer nicht sehr spürbar, weil die Sanktionen sind ja nicht da. Andererseits, man stelle sich vor, jemand verklickt sich da und dann kriegt er gleich eine Strafe von, weiß ich, 5.000 Euro. Das geht ja auch nicht. Also es entstehen dann ein Rattenschwanz von Problemen. Ja, ja, und wenn jemand eine Allergie gegen Antibiotika hat, dann dürfte er eigentlich kein Hühnerfleisch essen, oder? Zum Beispiel. Ja, oder der Grapefruit Juice, ja, also das ist ja eine Sache, die entzieht sich ja Elgar vollkommen. Der Grapefruit Juice, wenn Sie das Simvastatin nehmen und den Grapefruit Juice trinken, dann kann das eine tödliche Nebenwirkung haben, ja. Nur der Grapefruit Juice ist ja gar nicht registriert als Arzneimittel, der steht ja gar nicht drin in der Liste. Das heißt, der kann auch gar nicht im Interaktionsprogramm drin sein. Erdnüsse, alles mögliche. Also in Wirklichkeit sind die Menschen so mit individuellen Eigenschaften ausgestattet, dass sich das in so ein primitives Raster gar nicht hineinordnen lässt. Ja. Also mich würde interessieren, ob die Ärzteschaft oder eine Gruppe von Ärzten an dem starken Arm der Piraten interessiert wäre, als Gruppe, die sie unterstützen kann. Also wo haben wir die Schnittpunkte? Weil wir haben anscheinend doch gewisse gleiche Interessen. Wie können wir uns unterstützen? Wie können wir voneinander profitieren in diese Richtung? Also ich bin ziemlich direkt jetzt, aber. Ich sehe, die Ärzte sind von Haus aus Piraten. So habe ich das noch nicht gesehen, also was Neues. Das ist, können aber nicht alle sein, weil ich habe letztens zum Beispiel eine lustige Doku gesehen über einen Ärzte- und Pharmakongress, und da hat ein Arzt gemeinsam mit einem Pharmavertreter vorgestellt das sogenannte Sissi-Syndrom. Das war etwas, was es noch nicht gab, aber man hat eine Untersuchung über Patientendaten gemacht und festgestellt, dass jetzt frustrierte Hausfrauen mit Medikamenten unterversorgt sind. Das heißt, da kann man noch viel absetzen. Und da hat man über eben so Studien festgestellt und über eben auch die Auswertung von solchen Daten,
dass da noch Geld zu holen wäre und hat dann einfach diese Symptome einfach zusammengerechnet, irgendwie Frust und schlechte Laune und da irgendwie so Depressionsanfälle oder irgendwie so Anflüge zumindest und hat dann daraus was konstruiert, wo man gesagt hat, da kann man was eher ein Placebo ist, aber sich schlecht verkauft, irgendwie dahernehmen und sagen, okay, das ist jetzt das Mittel gegen das Sissi-Syndrom. Und anzuschreiben wären dann eben, ja, das heißt wirklich so. Und als was sehen sich diese Frauen am liebsten, als Prinzessin oder eben als Sissi, das kennen sie noch aus ihrer Jugend. Und anhand dieser Patientendaten sollte dann eben ausgewählt werden, wem dieses Mittelchen dann verkauft werden soll. Und das ist dann wieder der Punkt, wo wir wieder zu Elga kommen, weil über diese Daten ja dann natürlich die konkret ausgesucht werden können. Und dass die Leute das kaufen, wenn es ihnen oft genug vor die Nase gehalten wird, das wissen wir ja auch. Ja, nur diese Kartenhäuser brechen immer wieder mal zusammen. Das ist genauso wie bei der Immobilienblase. Ja, in dem Fall hat es jemand zufällig mitgefilmt und hat es veröffentlicht. Deswegen wurde dann nichts draus. Ja, das ist gut so. Aber die One Million Women Study, wer erinnert sich an diese One Million Women Study? Die hat ja plötzlich diese ganze Hormonersatztherapie zum Kollabieren gebracht. Nicht? Weil sich gezeigt hat, es ist nicht so harmlos. Also jede Frau im Wechsel muss Hormone nehmen, das ist dann nicht mehr gegangen. Ja? Oder zum Beispiel bei den Diabetikern. Man hat 20 Jahre geglaubt, die müssen total scharf eingestellt mit den neuesten, teuersten Insulinen, weil sonst sterben die alle früh. Das Gegenteil war der Fall. Diabetiker, die keine Komplikationen haben, die brauchen nicht so streng eingestellt werden, dass sie ständig einen Hypo haben. Ja? Also Gott sei Dank gibt es eine medizinische Forschung, die nicht nur von der Pharmaindustrie gesponsert wird. Noch eine Frage hätte ich. Ich habe mit einem Arzt gesprochen, ich habe einen Partner gehabt bei einem Produkt, der war ein Urologe, und mit dem haben wir einfach ein Abendgespräch auf ein Bier gehabt. Und da habe ich ihn gefragt, wie ist denn das? Also bis jetzt habe ich ja 100% Vertrauen zum Arzt gehabt, meiner Wahl. Also das war ohne eine Frage. Also wenn er was gesagt hat, das war für mich Gesetz sozusagen. Und im Zuge dieses Gesprächs, ich weiß nicht, ob er mir da einen Bullshit erzählt hat, aber ich würde Sie gerne fragen, ist es so, dass Sie noch hippokratische Eide ablegen? Also müssen Sie schon? Wie schaut das aus? Nein, Gott sei Dank nicht. Der hippokratische Eid hat zum Beispiel umfasst, dass man sich vom sterbenden Patienten entfernen soll. Ja? Weil man damals war das echt gefährlich, das steht auch im Codex Hammurabi drin. Die Ärzte werden hingerichtet, wenn sie den Tod eines Patienten verschuldet haben. Irgendwann sterben die Menschen, dann ist es das Beste, der Arzt ist nicht da. Ja. Oder wie man auf Wienerisch sagt, geh keinem Arzt in die Nähe, sonst bist du krank. Ja, oder wenn Sie an den Gordon Noah denken, der Medikus, ja, wenn Sie gelesen haben, wo der junge Engländer diese Gabe hatte, am Puls messen zu fühlen, wie lange lebt der Patient noch. Und das war eine lebenswichtige Fähigkeit, die der hatte. Ja, weil dann haben sie sich auf den Staub gemacht, wenn sie gemerkt haben, der stirbt bald. Ja. Aber es stimmt auch nicht, dass man, wenn man zum Homöopathen geht, vorher einen hypochondrischen Eid ablegen muss. Achso, nein. Nein, aber es ist natürlich klar, dass Ärzte genauso jeden Tag x-mal vor der Frage stehen, was ist jetzt das Beste, was zu tun ist, und dementsprechend müssen sie auch Entscheidungen treffen. Sie sind natürlich zur Ethik verpflichtet. Und Gott sei Dank wird es auch von niemandem wirklich bestritten. Und was ich bei meinen Kollegen, deswegen sage ich auch, die Ärzte sind Piraten, also wir haben noch verglichen mit anderen gesellschaftlichen Bereichen ein hohes soziales Engagement. Also wir haben sozusagen noch den Neoliberalismus überlebt mit unserem sozialen Engagement, und ich hoffe, dass es auch so bleibt, und ich hoffe, dass auch gerade jetzt diese Diskussion um den Gesundheitsdatenschutz, dieses ethische Moment, das die Ärzte brauchen und das die Patienten brauchen, stärken wird. Noch eine letzte Frage für heute, die letzte unangenehme Frage. Ja. Wir haben ja jetzt in dieser Woche erlebt, wie sozusagen der Neoliberalismus, wenn das so war, oder vielleicht war das ein Unfall von dieser Dame, die von zwei verschiedenen Krankenhäusern abgewiesen wurden und dann das Kind verloren hat, das man jetzt in der Zeitung gesehen hat,
die Details müsste man wissen, was genau abgegangen ist, ob das vielleicht nur aufgeblasen ist, um irgendeine Hysterie hervorzurufen. Was wir aber gesehen auch, ist diese Zweiklassengesellschaft in Krankenhäusern und so weiter. Also ich habe das jetzt selber erlebt, bin einmal ins Rudolfshaus gegangen, also Rufinehaus oder was auch immer, ohne Privatversicherung und einmal mit Privatversicherung. Das war schon ein extremer Unterschied, wie ich da behandelt wurde und wie das da weitergegangen ist und wie schnell vor allem die Behandlung angefangen hat. Also mit meiner Sonderbettkarte hat das 10 Minuten gedauert, ohne Sonderbettkarte 1,5 Stunden. Und wie gesagt, ich bin vollkommen sicher, dass alle die Kollegen und die Leute, die Ärzte, die bei Ihnen in Umgebung sind, eben diese Ethik haben, aber glauben Sie nicht auch, dass es eine Gruppe von Ärzten gibt, die sich vom Menschen abgewandt haben? Also das ist ein typisches Symptom von Burnout, wenn man das tut. Ja. Auch wenn man als Arzt ständig ans Einkommen denkt, ist eigentlich für mich ein Zeichen von Burnout. Also wenn man sagt, ich sehe den Sinn nicht mehr, der einzige Sinn ist, dass ich ja Geld verdiene, das ist für mich eindeutig Burnout. Ja. Also ein Arzt muss begeistert sein von seiner ärztlichen Tätigkeit, damit er seine Sache gut machen kann. Also zu dieser Geschichte mit der Aufnahme muss ich sagen, habe ich, also was ich gehört habe, ist Idiotas no hablan español. Und zu der Sache mit der Ethik kann ich nur von vielen Leuten, die ich kenne, die jetzt in den letzten Jahrzehnten Medizin studiert haben, dass es in der Pharmazie zum Beispiel eine Prüfungsfrage gibt, die da heißt: Sie haben zwei Medikamente, das eine ist sau teuer, das andere nicht. Welches verschreiben Sie Ihrem Patienten? Und wenn man darauf antwortet, naja, weil ich halt für den Patienten da bin, verschreibe ich ihm natürlich das Billige. Und wenn man das sagt, dann fällt man bei dieser Prüfung durch, weil die richtige Antwort ist, mit dem Argument, na, wenn ich Sie so da hinausschicke, dann werden Sie verhungern. Ich muss ja dafür sorgen, dass Sie als Arzt auch von was leben können, und professionell ist es einfach, dass Sie das Medikament nehmen, mit dem Sie selber mehr verdienen. Und das wird wirklich in der Pharmazie heute noch an der Uni so gefragt, in der Prüfung. Und da finde ich, dass auch in der Ausbildung der Ärzte vieles verbessert gehört, dass da auch so wie in den USA mittlerweile die Pharmavertreter auch in die Ausbildung eingreifen, dort dafür sorgen, dass auch ihr Verkaufsmodell weitergeführt wird, weil es ist ja bei vielen Impfungen auch so, zum Beispiel, was ich weiß, zum Beispiel ist die Zeckenimpfung FSME, da wird geimpft, sobald es nicht ausdrücklich gesundheitsgefährdend ist, so wird dieser Intervall eingestellt, aber nicht so, wie es nötig wäre. Das heißt, man kann die Zeckenimpfung 3 Jahre später machen, als im Impfschein steht, wann man das nächste Mal kommen soll, weil wenn man ein bisschen früher kommt, dann wird es schon gefährlich eigentlich, weil die Dosis dann zu hoch wird. Und dieser Einfluss der Industrie ist ja auch, es kommt ja auch das Argument immer wieder, Elga ist so wichtig, weil dann der nächste Arzt sieht, was hat er schon für Medikamente gekriegt und gibt ihm dann nicht noch mehr. Da wäre es doch viel gescheiter, man sagt den Ärzten einmal, schaut's doch wirklich einmal mit eurem Gewissen auf diese Dosierungen und verkauft nicht so viel, dass ihr Geld verdient, sondern verkauft so viel, dass es dem Patienten gut geht. Und da sehe ich schon ein paar Probleme, auch bei vielen Ärzten, die sich auch diesem Druck der Industrie gar nicht wirklich entziehen können mehr. Oh ja, man kann sich da locker entziehen, wie jeder andere auch. Also jeder Mensch. Man kann wirklich, das anders arbeiten, jeder Mensch hat jeden Tag die Entscheidungsmöglichkeit, will er seine Sache richtig machen oder will er irgendwo was ausreißen oder will er sich irgendwas ersparen. Ethik bleibt keinem Menschen erspart, und bei den Ärzten ist es natürlich besonders wichtig. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir niedergelassenen Ärzten kriegen nichts von der Pharmaindustrie. Wir haben die Mietmäuler, ja, die kriegen schon. Also die kriegen zum Beispiel als Studienleiter für Zulassungsstudien für Medikamente, und sie kriegen dann noch einmal für ärztliche Fortbildungsveranstaltungen, wo sie dann den anderen Ärzten erklären, warum man jetzt die teuren Medikamente braucht, dass die viel besser sind als die alten, die billig sind. Ja? Also die kriegen schon, aber wir kriegen nichts. Sie haben ja gesagt, also das mit dem hippokratischen Eid, dass man dann geköpft wird, wenn der Patient stirbt, das verstehe ich schon, dass man das nicht mehr machen will. Aber wär da nicht vielleicht angedacht? Ich meine, ich weiß, Sie in Ihrem Fall sind Sie ethisch, moralisch fest, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Sie keinen Patienten, der Ihre Hilfe sucht, abweisen würden, wenn Sie wissen, dass dem danach schlecht geht.
Aber wir haben leider international auch andere Bilder gesehen, wie die Dame, die wirklich abkratzt in im Wartesaal vom Spital. Aber glauben Sie nicht, dass es sozusagen ein hippokratischer Eid 2.0 den Leuten einfacher machen würde, irgendwie einen Pfad, einen ethisch-moralischen Weg zu verfolgen, ohne mögliche Todesfall des Arztes. Ja, wir haben. Wenn man angestellt ist als Arzt oder als Arzt tätig ist in einem Krankenhaus, da gibt es ja nicht nur die Ärzte, die die Spielregeln machen, sondern macht die wirtschaftliche Direktion auch große Spielregeln. Und wenn man sich da oft dagegen wehrt und die Sachen nicht einhält, naja, dann kriegst du massive Probleme. Ich habe das selber bei verschiedenen Sachen, auch bei Kollegen erlebt. Und ich denke mal, das Problem liegt hier nicht bei den Ärzten, das Problem liegt da in der Gesetzgebung und in der Politik. Weil in den USA ist üblich, entweder du kriegst diese Operation und machst Cash, schiebst das Geld rüber und sonst brichst du zusammen, dann bist du Notfall, dann wirst du reingeholt, wird schnell mit Medikamenten was gemacht. Das hängt aber natürlich mit der Gesellschaft, was will die Gesellschaft und was bietet die Politik natürlich auch an. Also die amerikanischen Zustände haben sich deswegen gespitzt, weil... Also in Amerika haben sich die medizinische Versorgungslage deswegen zugespitzt, weil die armen Leute nicht mehr in den Stadtzentren leben können. Dort sind aber die Versorgungszentren, die sind weit weg an die Peripherie gezogen zwangsweise und haben jetzt keine Versorgung mehr. Das heißt, sie kommen jetzt nur noch, wenn sie zusammenbrechen, in die Emergency Units, ja, und da geht es dann zu. Und das, was ihnen fehlt, ist die kontinuierliche Betreuung durch Hausärzte und Fachärzte. Und genau das hat ihnen ja der Präsident Obama wieder verschafft, was sehr klug ist. Und das ist das, was wir uns erhalten müssen oder wieder erringen müssen. Also die Spitalsärzte sind zunehmend überfordert. Das ist ein Fakt. Meine Frau, also ich habe im AKH meinen Turnus gemacht. Das ging damals, weil ich unterschrieben habe, ich will praktischer Arzt werden, der sogenannte geförderte Turnus. Und man hat mich eingeladen in mehreren Abteilungen, dass ich vielleicht dort bleiben könnte. Aber meine Frau hat mir das verboten, weil 100 Stunden in der Woche ging nicht. Ja. Ich habe auch bei meinen Kollegen gesehen, die das wirklich machen, die den Ehrgeiz haben und das durchziehen, da halten die Ehen sehr selten stand. Ja. Da geht das ganze Privatleben zu Bruch. Und diesen Preis bin ich nicht bereit zu zahlen. Übrigens, die Psychotherapeuten sind gesetzlich verpflichtet, dass sie für ihre Regeneration Sorge tragen. Also Psychotherapeuten dürfen nicht im Burnout Patienten behandeln. Ärzte schon. Ja? Das heißt, wenn jemand im Burnout ist, soll er sich krankschreiben lassen. Ja? Anstatt, dass er Schaden anrichtet. So wäre es richtig. Tut er das?